Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag und anlässlich dieses Valentinstages habe ich mir eine Aktion überlegt, die wirklich nur heute ihre Gültigkeit hat. Also heute am den 14. Februar 2017 hat diese Aktion ihre Gültigkeit. Und zwar mache ich für dich ein ganz kleines Video, wie es mit dir und deinem Herzensmann weitergeht. Dazu werde ich die Lenormand-Karten befragen und das Engel der Liebe-Orakel. Und wie gesagt, mit dieser Frage. Und dazu werde ich dann 7 Karten auswählen von den Lenormand-Karten. Eine Karte hier von Engel der Liebe-Orakel. Und dann mache ich dir eben für diese Frage ein Video. Wie gesagt, nur heute so ein Video, wie es mit deinem Herzensmann weitergeht. Um 15 Euro statt 30 Euro. Ja, wenn du morgen dieses Video anschaust, ist diese Aktion nicht mehr gültig. Ich habe mir das spontan überlegt, dass ich das so mache. Eine kurze Botschaft auch für alle, die wissen wollen, wie sich das Ganze mit dem Herzensmann weiterentwickelt. Und dazu habe ich schon die Karten gemischt. Diese Karte ist rausgefallen. Das ist jetzt hier eine Beispiellegung. Ja, kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Auf jeden Fall ist das hier nur eine Beispiellegung. Die Karten sind gemischt, diese Karte ist rausgefallen und jetzt ziehe ich hier noch 6 weitere Karten. Und schau mir hier jetzt die Botschaft an. Oh, und da ist schon mal der Blumenstrauß gefallen. Das heißt, es wird eine Überraschung geben mit deinem Herzensmann. Schauen wir aber weiter, für welchen Bereich. Da haben wir das Haus, die Wolken, die Liebe, der Hund und der Turm. Das sieht jetzt so aus. Ja, wie gesagt, das ist eine Beispiellegung. Ich kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Ja, es wird eine Überraschung geben. Diese Karte ist rausgefallen. Das heißt, diese Karte hat eine besondere Bedeutung. Fakt ist, es wird etwas Positives passieren. Ja, eine Überraschung. Wir haben den häuslichen Bereich und die Unklarheiten in der Liebe. Also es wird, wenn es Unklarheiten gegeben hat mit deinem Herzensmann, wird es überraschend hier eine Wende nehmen. Ja, weil, wie gesagt, der Blumenstrauß ist eine sehr positive Karte, ja. Und da glaube ich, dass sich hier wirklich diese Unklarheiten auflösen werden, ja. Wir haben hier den Hund, der auch für Treue steht. Und Treue auch zu der Liebe, was zwischen euch beiden herrscht. Da hat es womöglich in der Vergangenheit schon Unklarheiten gegeben, aber wenn es auch in der Zukunft, denn das ist ja auch hier der Entwicklungsweg, wenn es in der Zukunft noch diese Unklarheiten gibt, wird es auf jeden Fall, weil wie gesagt, es ist der Blumenstrauß rausgefallen, werden diese Unklarheiten nicht so wahnsinnig dramatisch sein. Ja? Dass es zwar Unklarheiten geben kann, aber durch den Blumenstrauß wird sich das auch wirklich nicht wahnsinnig schlimm da jetzt entwickeln. Ja? Es wird auch hier zur Regelmäßigkeit kommen, vielleicht auch auf freundschaftlicher Basis, dass man sich hier wieder annähert. Und es ist ja auch der Turm gefallen, der Trennung bzw. Rückzug bedeutet. Das kann jetzt sein, hat mehrere Szenarien, dass es hier einfach Unklarheiten weiterhin geben wird, aber wie gesagt, durch den Blumenstrauß nicht wahnsinnig groß. Ja, und dass man sich auch wieder begegnet, hier auf freundschaftlicher Basis, aber es dann auch wieder einen Rückzug gibt. Durch diese Legung würde ich sagen, es handelt sich bei deinem Gegenüber um jemanden, der immer wieder mal in den Rückzug geht. Ja, und das natürlich auch Unklarheiten gebracht hat. Es sieht aber jetzt in der Zukunft so aus, und wie gesagt, das ist der Entwicklungsweg, dass es immer wieder mal zu liebevollen Kontakten kommt, aber auch wieder zu diesen Unklarheiten. Aber wie gesagt, nicht so schlimm. Und dass man sich dann auch wieder zurückzieht. Also es sieht so aus, dass du womöglich hier wirklich einen Wunschpartner hast. Wir kennen das ja schon zu Genüge, dass sich einer der beiden immer wieder mal zurückzieht.
Ja, der Hund bedeutet auch, dass man diesem treu bleibt, ja, diesem Rückzug, dass man immer wieder mal in den Rückzug geht. Das ist jetzt eine Variante. Wenn du einen Wunschpartner hast, wo es in der Vergangenheit immer wieder Rückzüge gegeben hat, dann kann es auch sein, dass es in Zukunft weiter so unklar sein wird, aber wie gesagt, nicht so schlimm, nicht so wahnsinnig dramatisch, aber es trotzdem immer wieder weiterhin Rückzüge geben wird. Man wird sich annähern. Man empfindet auch hier etwas füreinander, man bleibt dieser Liebe auch treu, aber es wird dann immer wieder auch zu Rückzügen kommen. Das ist jetzt eine Variante für die, die was wirklich einen Wunschpartner haben. Für alle, die einen Partner haben, heißt das einfach auch Unklarheiten, ja, wie gesagt, hier auch nicht wahnsinnig schlimm. Und hier mit der Treue, die immer wieder auch getrennt wird, kann es natürlich sein, dass hier womöglich vielleicht jetzt dein Partner untreu ist, dass man eine Treue immer wieder unterbricht, sich von der Treue auch zurückzieht. Das ist eine Variante. Wenn du vielleicht schon länger geahnt hast, dass er hier untreu ist, kann das natürlich sein. Muss aber nicht. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Beispiellegung, damit du siehst, dass dies so einen Entwicklungsweg dich dann erwartet, wenn du das buchst. Ja, sagt mir das hier auch. Er ist dir aber treu, was die Liebe betrifft. Ja, also er hat hier auf jeden Fall Gefühle für dich, aber auch hier scheint so zu sein, dass es immer wieder Unklarheiten auch geben wird. Ja, aber auch hier, wie gesagt, nicht wahnsinnig schlimm. Wenn du Single bist, heißt das auch, dass du auch hier Unklarheiten haben wirst, ja, aber dass hier auch eine Überraschung auf dich wartet. Denn wie gesagt, der Blumenstrauß bedeutet auch Überraschung, ja. Aber auch die Unklarheiten nicht wahnsinnig groß, ja, weil wie gesagt, das Hauptthema ist und bleibt ja trotzdem hier, weil das rausgefallen ist, die Überraschung. Dann kann es sein, dass du hier vielleicht auch jemanden kennenlernst, aber dass man hier auch immer wieder in den Rückzug geht. Dass du vielleicht immer wieder in den Rückzug gehst, oder dein Gegenüber, wenn du jetzt Single bist und hier jetzt wirklich jemanden kennenlernen wirst, dann sieht es so aus, dass hier zwar Liebe da ist, dass man sich auch mag, sich gut versteht, ja, hier auch auf freundschaftlicher Basis, aber dass, wenn du jetzt Single bist und du jemanden kennenlernst, trotzdem nicht einfach sein wird, mit dieser Person in eine Beziehung zu gehen, ja. Da werden Unklarheiten sein und vor allem hier auch immer wieder die Rückzüge. Das heißt für mich, wenn du Single bist, hier noch niemanden hast, ja, und du jetzt jemanden kennenlernst, wird das nicht frei von Unklarheiten sein. Ja, und auch von Rückzügen. Also, wenn du jetzt Single bist, bist du da hier jetzt quasi durch diesen Entwicklungsweg, durch diese Legung auch irgendwie schon vorgewarnt, dass wenn du jemanden kennenlernst, dass das nicht einfach sein wird. Ja? Und jetzt schauen wir uns dann noch die Engelsbotschaft an. Auch hier habe ich schon gemischt und ziehe die obere Karte. Und hier haben wir Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Und das passt wieder gut zusammen zu diesen Unklarheiten. Wir haben auch den häuslichen Bereich, was natürlich auch für die Eltern in dem Fall stehen kann, denn das ist ja auch der Privatbereich. Scheint es hier zu sein, dass es Unklarheiten in der Liebe gibt, entweder jetzt bei dir oder bei deinem Gegenüber, wo einfach auch ein Thema ist, den Eltern auch zu vergeben, ja, dass gewisse Denkmuster auch noch vorhanden sind aus der Kindheit, dass hier einfach auch ein Elternthema bei dir oder bei deinem Gegenüber vorhanden ist. Das muss man heilen. Das ist hier eine wichtige Botschaft und das ist klar, dass das natürlich dann die Unklarheiten auch bedeutet. Also kannst du dir sicher sein, die Unklarheiten in der Liebe haben auch hier etwas mit der Familie zu tun. Probleme in der Familie heilen, entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber oder bei euch beiden. Ja, das kann es hier natürlich, kann das auf einen von euch beiden zutreffen oder wie gesagt, bei euch beiden. Und da weißt du jetzt, dass das hier diese Unklarheiten sind. Und vielleicht auch dieser Rückzug auch, dass der dann da ist, um eben diese Unklarheiten zu bereinigen. Also weißt du jetzt, wenn es zu diesen Unklarheiten kommt, egal in welcher Verbindung du jetzt bist oder ob du Single bist, geht es darum, die Probleme in der Familie zu heilen. Deswegen sind diese Unklarheiten in der Liebe ja da. Aber es scheint positiv auszugehen, denn wir haben trotzdem hier die Kernaussage, eine Überraschung, eine positive Überraschung, ja, weil wie gesagt, ist mir beim Mischen rausgefallen, das hat für mich immer eine besondere Bedeutung. Das heißt für mich jetzt diese Kombination, dass sich dieses Problem lösen wird.
Aber dazu ist es jetzt einfach wichtig, auch in den Rückzug zu gehen, um das auch wirklich endgültig abzuhaken. Ja? So eine Legung würde dich erwarten, wenn du sie buchst. Nur heute, ja. Heute buchen, es ist klar, dass ich nicht alle heute dran nehmen kann. Ja, es wird vorher die Rechnung ausgestellt, dann bis die Einzahlung am Konto ist und dann bekommst du deine Legung. Aber für alle, die heute buchen, also morgen, den 15. Februar, ist diese Aktion nicht mehr gültig. Alle, die heute so eine Legung buchen, mit der Frage, wie geht es mit dem Partner oder Herzenspartner oder wenn du Single bist, wie wird sich das Liebesleben weiterentwickeln? Für alle, die heute am 14. Februar 2017 buchen, bekommen diese Legung als Video um 15 Euro statt 30 Euro. Ein Video kostet ja bei mir 30 Euro, weil es zum einen sehr aufwendig ist. Es ist dann das Hochladen, das Bearbeiten, das braucht halt alles seine Zeit. Und jetzt mache ich, wie gesagt, nur heute diese Aktion. Wenn du buchen möchtest, schau in die Infobox, da findest du meine Kontaktdaten und dann kontaktiere mich einfach und ich freue mich, wenn ich dir diese Legung machen kann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag, lasst es euch gut gehen, ganz viel Liebe, tschüss!